Hallo, hier ist Liha 2004 mit der Nachberichterstattung zum Spiel FC Bayern München gegen Olympiapireus, schwieriger Name. Zur Aufstellung kurz, Bayern hat mit einer komischen, sage ich mal, Aufstellung gespielt, wie man es eigentlich zumal von Pep gewohnt war, nämlich mit Pavard als Rechtsverteidiger, in der Innenverteidigung Martinez und Alaba und außen Davis. Boateng als Innenverteidiger, dazu saß er auf der Bank. Das hätte man ja vielleicht mal erwartet, dass Boateng in der Innenverteidigung spielt. Im Mittelfeld dann Kimmich, Goretzka und Thomas Müller und vorne Gnabry, Lewandowski und Coman. Also vielleicht abgesehen davon, dass Coutinho und oder Perisic nicht gespielt haben, keine wirklichen Offensivüberraschung, außer vielleicht Thomas Müller in der Startaufstellung. Das ist ja auch nicht so oft der Fall. Bayern hat eine schwache erste Halbzeit gespielt, oder generell, es war eine schwache erste Halbzeit, es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, man kann ja kurz hier mal Spieldaten, oder zumindest ausgeglichen war das, was im Live-Ticker viel gesagt wurde, es war ausgeglichen, nicht viele spannende Szenen, bis dann in der 69. Minute Lewandowski das 1:0 erzielt hat, und damit Bayern in Führung gegangen ist und statt zu dem Zeitpunkt Bayern auch schon sicher im Achtelfinale war. Und in der 89. Minute hat Perisic, der noch vorher eingewechselt wurde, in der 88. Minute, also eine Minute nach seiner Einwechslung, hat er dann noch das 2:0 und damit den Deckel drauf gemacht. Und somit ist Bayern, egal wie das andere Spiel ausgeht, auch sicher im Achtelfinale. Dann wurde noch Coutinho für Coman eingewechselt in der Nachspielzeit, um Zeit zu schinden. Aber ja, somit gewinnt Bayern dieses Spiel. Ist jetzt, glaube ich, die haben jetzt 13 Punkte, 12. 12 Punkte, danach kommt Tottenham mit 4, Roterscher Baker 3 und Piraeus hat einen Punkt, also ist Bayern sicher weiter im Achtelfinale. Bin mal gespannt, ob es dann irgendwie eine, weiß ich, Top-Partie wird. Aber ja, das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass deinen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und ciao.